Der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel wurden Videoaufnahmen zugespielt, die eine Falle zeigen. Die Situation spielt 2017, kurz vor den Nationalratswahlen in Österreich. Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus von der FPÖ wurden in diese Villa auf Ibiza gelockt, unter dem Vorwand, dass dort eine angebliche Nichte eines russischen Oligarchen darüber reden will, wie man Geld in Österreich investieren kann, russisches Geld. Relevant ist, dass in diesem Video Aussagen getroffen werden, die nicht nur moralisch und politisch fragwürdig sind, sondern möglicherweise auch strafrechtliche Relevanz haben. Wenn du sowas gibst oder sagen willst, gibt es Spenden für die Wahlen jetzt, für den Wahlkampf. Es gibt ein paar, und das sehr Vermögende, die zahlen zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen. Das ist nur jetzt überall. Ja. Also, jetzt Niersgucker, die zahlen nicht an die Partei, sondern an einen gemeinnützigen Verein. Okay, Beispiel. Das musst du erklären, Verein. Ja, ich habe schon vorher gehört. Du musst erklären, dass das nicht rechnungslos. Auffällig ist, dass Strache und Gudenus mit der vermeintlichen Russin darüber reden, wie man denn Spenden an die FPÖ im Endeffekt schleusen könnte, vorbei am Rechnungshof und damit auch vorbei an der Öffentlichkeit. Sie reden nämlich davon, dass sie denn, wenn sie wolle, spenden könnte, aber nicht an die Partei, sondern an einen gemeinnützigen Verein. Es ist im Endeffekt nichts anderes als eine Umgehung des österreichischen Parteiengesetzes und der österreichischen Vorschriften, was Parteispenden angeht. Die Spender, die wir sind in der Regel Idealisten. Ja. Die wollen. Wenn ich das mal ausdenke, wenn ich eigentlich etwas gesagt habe, am Niger, die wollen mehr ausdenken, wie nur den Gasoblock. Das ist ja. Warum muss ich das jetzt gewarnen? Glock, Glock, Fleisch. Glock, Fleisch. Glock, Glock. Genau, Heidi Horten, Heidi Horten, ja, bitte, das war's für dich. Absolut, das ist die Doktorin. Heidi Horten ist ein Beispiel. Heidi Horten, in der Militärkategorie, der hat die ÖVP und Wechsel. Benko ist am Siegner. Einer der größten Immobilienmarken Österreichs. Novomatic, sag ich auch. Novomatic, zahlt alle. Novomatic. Mit der Glücksspiel, der größte Staatsanwalt Österreichs. Wenn das stimmt, dass diese Personen, wie Strache sagt, einen 6- bis 7-stelligen Betrag über diesen vermutlich illegalen Weg schon an die Partei spenden, ist es sicherlich was, wo ich sogar vermuten würde, dass sich die Staatsanwaltschaft sehr, sehr genau dafür interessieren wird. In dem Gespräch geht es über Stunden darum, wie diese angebliche Russin sich möglicherweise in die Kronenzeitung einkaufen könnte, also Anteile erwerben könnte. Heinz-Christian Strache spricht hier sehr deutlich davon, was man für einen Vorteil haben könnte. Wie gesagt, wir befinden uns ja kurz vor den Nationalratswahlen in Österreich. Es geht hier ganz klar um ein Interesse daran, die Kontrolle über ein unabhängiges Medium zu gewinnen. Wenn Sie wirklich die Zeitung vorher übernimmt, wenn es wirklich vorher in dieser Wahlbewerbung, 2-3 Wochen vorher, die Chance gibt, über diese Zeitung uns zu pushen, das ist ja auch nicht selber. Ja, das meine ich. Aber man kann ja reden. Dann passiert ein Effekt, den die anderen ja nicht. Richtig, ja. Nur warte, klar, das geht auf Ihre Leute, das geht auf 10% plus, das geht nur. Also schau, wenn das Medium, in 2-3 Wochen vor der Wahl, plötzlich dieses Geld auf einmal uns pusht, ja, eben, dann hast du recht, dann machen wir nicht 27, dann machen wir 34. Ja, das geht auch davon. Schau, wenn Sie, sobald Sie die Kronenzeitung übernimmt, sobald das der Fall ist, müssen wir ganz offen reden. Dann müssen wir zusammenrufen, müssen sagen, so, da gibt es bei uns in der Krone, zack, 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 diese drei, vier Leute, die müssen ja, pushen, sind diese drei, vier Leute, die müssen abserviert werden. Roter, grüner, der ist gut so. Wie man und, der und, schwer, und wir holen gleich einmal 5 neue rein, die wir aufbauen. Ja. Und das ist was wir hier sehen, ist auch deswegen interessant, weil die FPÖ unter Strache sich immer als die Saubermann-Partei dargestellt hat. Die Korruption, das sind die anderen oder das war die eigene Partei vor langer Zeit unter Haider. Aber das sind nicht wir. Wir sind diejenigen, die sich ans Recht und Gesetz halten. Wenn wir jetzt aber sehen, wie hier geschachert wird, wie Dinge in Aussicht gestellt werden, wie zum Beispiel der Entzug von Staatsaufträgen von einem sehr, sehr einflussreichen österreichischen Unternehmer, da muss man sich dann schon fragen, ob dieses Saubermann-Image in Wahrheit wirklich nur so eine Fassade ist, hinter der es ganz anders aussieht. Schau, und da sind wir genau beim Thema Staatsanwalt, Autobahnung. Du, das erste.
werde in einer Regierungsbeteiligung, was ich hatte zusagen kann, ist, da hat uns dann eine Gewinnaufträge. So, okay. Und da haben wir ein Riesenvolumen von interessanten infrastrukturellen Veränderungen, wenn da eine Qualität da ist und ein qualitativer Anbieter da ist. Ja, und der Erste, der so Entschuldigung, dann sage ich hier, dann soll sie nämlich eine Firma, die die Straber gründen, weil alle staatlichen Aufträge, die jetzt die Straber kriegt, sind Zieler. Ja, dann soll man die Firma.